Hallo und herzlich willkommen zu diesem Capstone-Video. In diesem Video untersuchen wir die Lagebeziehung der beiden Geraden F und G. Wir untersuchen zunächst, ob die beiden Geraden parallel sind. Dazu betrachten wir die beiden Steigungen und wir sehen, eine Steigung beträgt 7,5. Die zweite Steigung minus 2, das ist ja offensichtlich verschieden. Deshalb wissen wir mit Sicherheit, dass die beiden nicht parallel sind. Das heißt, F ist nicht parallel zur Geraden G. Demnach müssen sie einen Schnittpunkt haben. Und diesen Schnittpunkt wollen wir jetzt ermitteln, indem wir die beiden Geradengleichungen gleichsetzen. Das heißt, F von X ist gleich G von X. Oder anders angeschrieben, 7,5 mal x minus 4 entspricht dann minus 2x. Ich subtrahiere hier mal minus 7,5 x, dadurch erhalten wir hier minus 4 ist gleich. Minus 2x sind minus 4x halbe, sind also insgesamt minus 11x halbe. Und jetzt dividiere ich durch minus 11,5. Durch minus 11,5 dividieren heißt mit dem Kehrwert multiplizieren, also mit minus 2/11 multiplizieren. Man erhält hier plus 8/11 ist gleich x. Und wir haben die x-Koordinate des Schnittpunktes erhalten. Jetzt suchen wir die y-Koordinate. Dazu müssen wir nur in einer der beiden Funktionsgleichungen einsetzen. Ich würde hier empfehlen g von x, das heißt g an der Stelle 8/11 lautet minus 2 mal 8/11, ergibt dann den y-Wert minus 16/11. Und wir haben den Schnittpunkt gefunden. Der Schnittpunkt hat die x-Koordinate 8/11 und die y-Koordinate minus 16/11 und wir haben das Beispiel gelöst.